Hallo und herzlich willkommen zur Sozialpsychologie mit Professor Erb. Sicherlich haben Sie schon mal vom Langzeit- und vom Kurzzeitgedächtnis gehört. Aber kennen Sie auch das Ultrakurzzeitgedächtnis? Professor Erb und ich sprechen heute genau darüber. Viel Spaß! Hallo Jennis. Ja, hallo Judith. Wir möchten ja heute über ein bestimmtes Gedächtnismodell sprechen und ich glaube, alle haben schon mal vom Langzeitgedächtnis, vom Kurzzeitgedächtnis oder auch vom Arbeitsgedächtnis gehört. Wir möchten heute aber das sensorische Gedächtnis, wird auch sensorisches Register genannt, besprechen und ich würde dich bitten zu erklären, was wir unter dem sensorischen Register verstehen. Sensorisches Register, Ultrakurzzeitgedächtnis auch genannt. Also das ist ein Speicher, in den wir Informationen einspeichern als Menschen. Und zwar direkt nach der Wahrnehmung sozusagen. Es kommt von außen, kommen Stimuli, wie wir gerne sagen. Also kommen Reize an. Und diese Reize werden gespeichert, kurzfristig gespeichert, sehr kurzfristig gespeichert in diesem Speicher. Kurzzeitgedächtnis kennen wir alle. Ein paar Ziffern im Kopf behalten, bis sie getippt sind auf dem Telefon, auf der Tastatur. Langzeitgedächtnis natürlich auch. Wie hieß nochmal der Nachbar? Wie hieß nochmal Onkel Erich mit Vorname? Oder irgendwie so eine Frage von damals oder die Lehrerin in der dritten Klasse. Das ist dann Langzeitgedächtnis. Und ja, dann gibt es auch noch diese Ultrakurzzeitspeicher. Ja. Und die speichern Informationen ganz schnell, ganz kurzfristig und bilden sozusagen dann auch den Übergang ins Kurzzeitgedächtnis. Also unter Umständen geht das dann ins Kurzzeitgedächtnis ein. Wenn diese Informationen jetzt so kurz im sensorischen Register gespeichert werden, dann nehmen wir die ja gar nicht bewusst wahr. Also es ist ja eben nicht dieses, ich merke mir 5 Ziffern und schreibe sie gleich auf, sondern es wird nur so kurz in diesem Register gespeichert. Wie können wir als Psychologen und als Wissenschaftler jetzt überhaupt herausfinden, dass es diesen sensorischen Speicher gibt, wenn der uns gar nicht bewusst ist? Ja, das ist klar. Ne? Also wenn wir nach Bewusstsein gehen und die Leute fragen, gibt es diesen Speicher, dann werden sie Nein sagen. Und es ist tatsächlich so, dass man einen speziellen experimentellen Aufbau braucht, um diese sensorischen Register tatsächlich auch dann nachzuweisen. Kann man sich eigentlich ganz gut und leicht vorstellen. Etwa ein Bild, das man sehr kurz zeigt. Das ist so etwa ein 20. Sekunde, also wie so ein Blitz irgendwie, ne, für unsere Wahrnehmung. Sagen wir mal, da sind 9 Buchstaben drauf, in so einer 3x3-Matrix, 9 Buchstaben drauf. Wir präsentieren das für 1/20 Sekunde, wir nehmen es weg. Jetzt haben wir die Vergleichsbedingungen, fragen die Menschen, was hast du gerade gesehen? Puh, die kriegen dann hin, vielleicht so 2, 3, mancher hat vielleicht auch noch 4 Buchstaben im Sinn, also dann auch schon im Kurzzeitgedächtnis, die man dann nennen kann und der Rest ist verschwunden. So, jetzt gibt es einen anderen Aufbau von einem gewissen Sperling übrigens, schon aus den 60er Jahren, einem Psychologe, der sich das ausgedacht hat. Wir nehmen wieder diese 3x3-Matrix mit 9 Buchstaben insgesamt. Es gibt die erste Reihe, die zweite Reihe und die dritte Reihe. Und die Leute werden darauf trainiert, zu reagieren auf einen Ton zum Beispiel. Hoher Ton heißt, reproduziere die erste Reihe, tiefer Ton die letzte Reihe und mittlerer Ton die mittlere Reihe. Und dann präsentiert man das wieder für 1/20 Sekunde und spielt dann einen Ton ein, zum Beispiel den hohen Ton. Und die Leute sind tatsächlich in der Lage, da die 3 Buchstaben, die in der ersten Reihe präsentiert waren, auch zu wiederholen. Mhm. Das Gleiche gilt für die mittlere Reihe oder für die untere Reihe. Man kann es auch anders machen, etwa so auf dem Bildschirm diese 3x3 Buchstaben präsentieren und dann eine Position direkt nach der Darbietung markieren. Und die Leute sind fast zu 100% in der Lage, genau diesen einen Buchstaben dann auch zu nennen. Heißt, es muss einen Speicher geben. Das, was weg ist, kann ja nicht mehr wahrgenommen werden und es ist kurzfristig da. Aber im Vergleich zu der Bedingung, wo man fragt, was hast du überhaupt gesehen, merken wir, in dieses Kurzzeitgedächtnis ist es nicht eingegangen. Mhm. Bei diesem Aufbau muss man noch dazu sagen, muss man so ungefähr innerhalb der ersten halben Sekunde
diese Markierung geben oder diesen Ton einspielen und dann gelingt es den Menschen auch tatsächlich. Ja, praktisch fehlerfrei zu antworten. Okay, echt spannend. Ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit über visuelle Reize gesprochen. Funktioniert das denn auch mit auditiven Reizen, also mit Geräuschen? Ja, genau. Das funktioniert ganz genau, oder fast ganz genauso. Im Prinzip also gibt es auch da ein Register für das, was wir gehört haben, was wir gerade gehört haben. Das ist der Unterschied zu den auditiven Reizen, nee, zu den visuellen Reizen, bei den auditiven Reizen natürlich, oder der, dass die Haltedauer im Ultrakurzzeitgedächtnis länger ausfällt. Das ist dann also bei dem, was wir gehört haben, aus ja, bestimmten Gründen so, dass das ja, bis 3 bis 4 Sekunden noch nachhalt. Vielleicht ist das ein schöner Begriff, um das verständlich zu machen. Nachhalt und dann auch noch tatsächlich da ist. Ja. Okay. Kennst du so Situationen, wenn du jemandem gegenüber sitzt und du merkst, der hört dir gerade offensichtlich gar nicht zu? Und dann, oder auch in der Schule kennt man das, glaube ich, und dann sagt der Lehrer, wiederhol mal, was ich gerade gesagt habe. Und das gelingt immer. Liegt das daran? Ja, das liegt daran. Was hast du gerade gesagt? Ja, also kriege ich natürlich hin. Das ist genau das Phänomen. Mhm. Wenn der Lehrer in dem Fall oder Lehrerin oder jemand, von dem man, der jetzt den Verdacht hat, da hat mir wieder einer nicht zugehört, mhm. Die Ehefrau, der Ehemann, das wäre ein Stereotyp, lass die Alte mal quasseln und so weiter. Ich höre eh nicht zu. Aber wenn die jetzt innerhalb von diesen 3 bis 4 Sekunden fragt, was habe ich denn eben gerade gesagt, du hörst mir wieder nicht zu, dann gelingt das und dann ist es natürlich peinlich. Ja. So kann man also jeden, der das überprüfen will, ob überhaupt die andere Person noch zuhört, eigentlich nur raten, lass mal 3, 4 Sekunden vergehen und frag dann, was habe ich gerade eben gesagt. Dann funktioniert es wahrscheinlich eher, dass man die andere Person, ja, man kann sagen, auf den falschen Fuß erwischt und die sich halt doch nicht erinnern kann, weil man sagt ja auch auf Durchzug gestellt. Ja, ich habe eine sehr gute Freundin, die ist von Fernsehern so magnetisch angezogen. Und wenn wir so am Tisch saßen und der Fernseher lief nebenbei, dann hat sie immer da drauf gestarrt. Und eigentlich haben wir uns aber ja unterhalten. Und ich meinte, ja, hast du mir überhaupt zugehört? Aber da spielt wahrscheinlich auch noch die Aufmerksamkeit nochmal eine Rolle und hat dann nicht nur was mit dem Gedächtnis zu tun. Denn sie wusste am Ende nicht, was ich gesagt habe. Ja, vielleicht wusste sie auch nicht, was im Fernsehen gelaufen ist. Also das ist oft so, dass wir dieses Multitasking, wie man das so sagt, dass da immer was verloren geht. Also das ist auch so. Aber wäre noch mal ein Thema für ein anderes Video. Ja. Wird immer was verloren gehen. Und am Ende hast du 3 Aufgaben gleichzeitig laufen und kannst nicht eine einzige davon erledigen, weil wir einfach damit überfordert sind. Deswegen mein Rat: unterhalten oder Fernseh schauen, aber vielleicht nicht beides. Also liebe Grüße nach Brandenburg und dir vielen herzlichen Dank, dass du meine Fragen heute beantwortet hast. Ja, auch dir ganz herzlichen Dank für die Fragen, liebe Judith. Wenn es Ihnen gefallen hat, zu Ihnen zu Hause, lassen Sie uns gerne einen Daumen da, abonnieren Sie unseren Kanal für spannende Themen aus der Psychologie und wir freuen uns auf das nächste Video. Ciao!